Hi, ich bin David und im heutigen Video geht es um die Reinigung von Ghost Pro. Ghost Pro ist unser professionelles Drucksystem bei Ghost by Toner für die Bedruckung von schweren farbigen Papieren bis zum Format SRA 3 mit weißem Toner und farbigem Toner und das Ganze in einem Druckdurchgang. Bei Ghost machen wir weiße Tonerkartuschen für eine Vielzahl von Farblaser-Drucksystemen und bieten dir Einstiegslösungen bis hin zur professionellen Lösung für alles, was du zum Thema Weiß- und Spezialdrucks benötigst. Im heutigen Video zeige ich dir alle Verbrauchsmaterialien, die du bei Ghost Pro tauschen kannst und wie du deinen Ghost Pro reinigst und fit hältst für gute Ausdrucke. Das Tolle an Laserdruckern und ganz besonders an unserem Ghost-System ist, dass das eigentlich eine wartungsfreie Technologie ist. Es gibt ganz wenige Schritte, bei denen du als Anwender dein Verbrauchsmaterial selber tauschen kannst, um Druckprobleme zu beheben oder diesen von vornherein vorzubeugen. Du kannst alle Verbrauchsmaterialien selber tauschen und auch die Reinigung kannst du selber ausführen, weshalb Laserdrucksysteme super geeignet sind, wenn man eine wartungsfreie Technologie haben möchte, die einem keinen Aufwand bietet. Immer wenn ich an meinem Ghost Pro Verbrauchsmaterialien tausche oder ihn reinige, empfehle ich, das Gerät auszuschalten und vom Strom zu trennen. Zum einen kann ich es hier oben am Display ausschalten. Ich kann hier die Frontklappe öffnen, darauf achten, dass das Gerät hier ausgeschaltet ist und dann trenne ich es noch vom Strom. Wenn du Ghost Pro an der Frontklappe öffnest, hast du direkt Ansicht auf die vier Tonerkartuschen Weiß, Cyan, Magenta und Gelb. Die Tonerkartuschen kannst du einfach herausziehen, wenn du den Toner wechseln musst oder auch für einige einfache Reinigungsschritte. In diesem oberen Bereich musst du fast nie Wartungsarbeiten durchführen. Ich empfehle dir aber lediglich, wenn du die Tonerkassetten wechselst, die Tonerkassette herauszuziehen und bevor du die neue Kassette einlegst, hier den Einschub ein wenig von überschüssigem Toner zu befreien. Kann immer dazu kommen, dass ein bisschen Toner beim Wechsel, wie man hier sieht, aus der Kartusche austritt und sich dort sammelt. Das führt in der Regel überhaupt nicht zu Druckproblemen, aber es ist trotzdem schöner, wenn der Drucker hier gepflegt aussieht. Dazu kannst du einfach das Tuch ein bisschen hineinschieben, wischen und schon bist du hier mit der Reinigung fertig. Sollte hier im Frontbereich noch ein bisschen Toner bleiben, kannst du den auch entfernen. Das gleiche gilt für den gesamten Innenbereich. Sollten hier aus irgendeinem Grund vom Tonerwechsel oder sonst vom Handling Tonerreste oder sich auch Papierstaub und Staub sammeln, lässt sich dieser einfach problemlos mit einem weichen Tuch entfernen. Toner lässt sich, wie gesagt, am besten mit einem weichen Tuch oder einem Staubsauger entfernen. Von der Empfehlung von feuchten Tüchern oder womöglich Wasser rate ich hier, da wir es mit einem elektrischen Gerät zu tun haben, dringend ab. Wenn du alle Tonerreste entfernt hast, kannst du mit den nächsten Schritten fortfahren. Um nun den inneren Bereich von Ghost Pro zu reinigen, musst du zunächst mal diese Frontplatte entriegeln. Dazu drehst du den Hebel hier auf den Entriegelstatus und kannst diese beiden Griffe an der Seite benutzen, reindrücken und ganz einfach herausziehen. Dieses Teil erfordert keine weitere Reinigung. Wenn hier auch Tonerreste sind oder Staub, lassen diese sich ebenfalls mit dem Tuch entfernen. Jetzt hast du Einblick in das Innere des Druckers. Ich erkläre dir kurz Schritt für Schritt, welche Verbrauchsmaterialien du hier siehst und wechseln kannst und welche Reinigungsschritte dann im Anschluss erforderlich sind. Zunächst siehst du für jede Tonerfarbe Weiß, Cyan, Magenta, Gelb die passenden Trommel- und Entwicklereinheiten. Ghost Pro hat eine Universaltrommel, die du in die verschiedenen Farben einsetzen kannst. Jede Trommel ist speziell für eine Farbe, nachdem sie das erste Mal eingesetzt wurde. Die Trommeleinheiten befinden sich jeweils hier in diesem grauen Bereich. Daneben ist jeweils die Entwicklereinheit. Wir haben hier Weiß, wir haben Cyan, wir haben Magenta und wir haben Gelb. Du siehst, hier ist schon ein bisschen Tonerpulver zu sehen. Das sind ganz normale Verschmutzungen, die immer beim Handling und bei dem Arbeiten mit einem Laserdrucker entstehen. Das ist überhaupt nicht besorgniserregend, sondern gar kein Problem. Ein Reinigungsschritt, den du auf jeden Fall durchführen solltest, ist das regelmäßige Reinigen der Trommeleinheiten. Du findest hier in der Frontklappe auch den Reinigungsstab, den du einfach so rausziehen kannst. Und mit diesem Reinigungsstab kannst du die Trommeleinheiten deines Druckers reinigen. Hier sind kleine Wattepads aufgebracht und ein Pfeil, in welche Richtung dieser anzuwenden ist. Die Reinigung kann für jede Trommel erfolgen. Dazu
ist hier ein Symbol mit drei Punkten, wo du diesen Stab in eine Richtung einführst. Und nun kannst du ihn mehrfach hin und her bewegen, um eine Reinigung der Trommeleinheit durchzuführen. Das kannst du für alle Trommeleinheiten nacheinander wiederholen. Die regelmäßige Reinigung der Trommeleinheiten sorgt dafür, dass dein Druckbild sauber bleibt, dass Toner und vor allen Dingen Papierstaubreste von den verwendeten Papieren, die durch den Drucker gelaufen sind, entfernt werden und dein Drucker somit immer exzellente, zuverlässige Ausdrucke liefert. Damit der Reinigungsstab nicht verloren geht, immer wieder hier vorne reintun, so hast du ihn beim nächsten Mal direkt griffbereit. Der Wechsel der Trommeleinheiten ist kinderleicht. Du siehst, du hast hier einen Hebel für jede Trommel einen. Ich mache es jetzt mal an der gelben Trommel vor. Du machst den Hebel einfach nach oben und dann hast du hier einen Knopf, den du drücken kannst. Man hört, wie die Trommel entriegelt und dann lässt diese sich ganz einfach herausholen. Trommeleinheiten sind lichtempfindliche Bauteile und sollten keinesfalls dauerhaft außerhalb des Druckers gelagert werden. Eine Trommeleinheit hat eine unsichtbare, dünne Beschichtung und sollte deshalb auf keinen Fall mit der Hand oder mit anderen Gegenständen berührt werden. Auch eine Reinigung der Trommeleinheiten direkt auf der Trommel ist nicht zu empfehlen, weil dabei die Beschichtung beschädigt werden kann. Solltest du die Trommel reinigen müssen, verwende bitte immer den Reinigungsstab und gehe hier vorne einmal entlang. Du kannst für den Reinigungsvorgang die Trommeleinheiten kurz außerhalb des Druckers einfach auf dem Tisch lagern. Jetzt hast du Einblick in das Innere des Druckers und siehst dort die Entwicklereinheiten, die fest verbaut sind und darüber hinaus natürlich die anderen Trommeleinheiten. Ich werde jetzt einfach diesen Frontbereich hier vorsichtig mit einem weichen Tuch reinigen und überschüssige Tonerreste entfernen. Du siehst jetzt, dass ich schon ganz, ganz viel Tonerstaub und weitere Flecken entfernen konnte. Viel mehr ist hier eigentlich auch nicht notwendig. Grundsätzlich empfehle ich die Reinigung von Laserdruckern immer mit einem weichen Tuch oder mit dem Staubsauger, da sich so der Tonerstaub am besten entfernen lässt. Unterhalb der Trommeleinheiten befindet sich noch der Resttonerbehälter. Auch dieser muss nach Anzeige auf deinem Drucker getauscht werden. Um ihn zu entriegeln, greifst du einfach hier in den Hebel und ziehst den Resttonerbehälter heraus. Der Resttonerbehälter enthält überschüssigen Toner, der bei jedem Druckvorgang anfällt und nicht verarbeitet werden konnte. Dieser wird in den Resttonerbehälter zurückgeführt. Wenn du mal reinschauen möchtest, kannst du diesen hier auch öffnen. Danach kannst du den Resttonertank einfach wieder in deinen Drucker einsetzen. Sollten hier noch weitere Tonerstaubreste zurückbleiben, einfach nochmal mit dem Tuch drüber gehen und schon ist alles sauber. Das nächste Bauteil befindet sich hier oben unter der Kennnummer R6. Bevor ich das heraushole, lege ich die gelbe Trommel wieder ein. Trommeln, wie gesagt, immer an den Außenteilen anfassen, dann einfach in die Führungsschiene einsetzen, hineinschieben, auf das hörbare Einrasten warten und schon ist die Trommel drin und dann wieder ordentlich verriegeln. Das nächste Bauteil befindet sich hier oben unter der Kennziffer R6. Auch hier muss entriegelt werden, bevor ich den Transferbandreiniger herausnehmen kann. Dieses Bauteil reinigt das Transferband und transportiert überschüssigen Toner in die Resttonerbehälter ab. Dazu kann ich einmal da vorsichtig drüber geben. Hier gibt es keine weiteren Reinigungssachen zu tun. Wenn das Teil verbraucht ist, zeigt dein Drucker dir das an und du kannst es einfach gegen ein neues Zubehör tauschen. Einsetzen, verriegeln, fertig. Damit sind eigentlich schon alle Reinigungsschritte, die du in Ghost Pro ausführen kannst, erledigt. Jetzt verriegelst du einfach den Drucker wieder, indem du diese Kassette wieder einsetzt, die die ganzen Bauteile miteinander verbindet. Auf hörbares Einrasten warten und die Verriegelung zudrehen. Wenn du das gemacht hast, kannst du deinen Ghost Pro Drucker wieder schließen. Die Außenflächen des Druckers lassen sich ganz einfach mit einem zweiten weichen Tuch und mit Standard-Haushaltsglasreiniger reinigen. Dazu kannst du einfach ganz normal über die Außenflächen gehen. Ich empfehle insbesondere die Papierwege
wo das Papier auffliegt, zu reinigen. Hier sammelt sich häufig Staub, den du nicht auf deinen Drucken und deinen edlen Papieren haben möchtest. Auch bewegliche Teile, wie hier in der Papierausgabe, können ohne Probleme unter vorsichtigem Anfassen abgewischt werden. Das gleiche gilt natürlich für das Display, den Ein- und Ausknopf sowie die Druckerabdeckung. Die meisten von euch werden wahrscheinlich den manuellen Papierweg von Ghost Pro benutzen. Dieser befindet sich an der Seite und lässt sich hier ausklappen. Hier kann ich nicht nur meine SRA3-Papiere oder meine Banner einlegen, sondern auch Karten und andere Medien. Auch diesen Bereich würde ich regelmäßig reinigen, indem ich mit einem fusselfreien Tuch darüber wische. Im Papierfach befinden sich auch die Pickup-Roller, die das Papier aufnehmen, wenn es eingeführt wird. Wenn du das Fach leicht hochklappst, kannst du diese sehr gut sehen. Sollte hier sichtbarer Staub oder Verfärbung sein, lassen diese sich auch mit einem fusselfreien Tuch entfernen. Hier kannst du auch ein bisschen Reiniger verwenden, um die Rollen etwas griffiger zu machen. Da empfiehlt sich normales Desinfektionsmittel oder Haushaltsglasreiniger. Wenn du den Papiereinzug wieder schließt, kannst du auch die Seite des Druckers öffnen, wo du Zugriff auf die Heizung und den Transferroller bekommst. Der Transferroller ist ein Bauteil, das getauscht werden muss, wenn die Übertragung des Toners von den Trommeln auf das Transferband nicht mehr einwandfrei funktioniert. Dieser befindet sich hier und ist ein bewegliches Teil in der Klappe. Um den Transferroller zu entfernen, schiebst du diesen einfach nach vorne und leicht nach oben, sodass dieser ausrastet. Das gleiche führst du dann auf der anderen Seite durch und hast ihn dann einfach in der Hand. Hier sieht man auch, dass schon ganz viel Tonerauftrag von unseren Druckaufträgen auf dem Transferroller ist. Trotzdem funktioniert dieser noch einwandfrei. Der Transferroller ist ein Verbrauchsmaterial und deshalb nicht zu reinigen. Sollte die Beschichtung abgenutzt sein, zeigt dein Drucker dir das an oder du wirst es im Druckbild bemerken. Den Transferroller setzt du in die gleiche Richtung ein, wie du ihn entnommen hast. Du fängst von hinten an, hackst ihn ein und drin. Achte darauf, dass die gute Beweglichkeit erhalten bleibt. Das letzte Bauteil, das wahrscheinlich die meisten von euch in der Lebensdauer ihres Ghost Pro Druckers nie tauschen werden, ist die Heizung. Auch diese befindet sich an der seitlichen Klappe, wenn du diese geöffnet hast. Um die Heizung aus dem Drucker zu entfernen, musst du mehrere Verriegelungen lösen. Ich zeige dir das einmal im Detail. Zunächst haben wir die Stiftverriegelung an der linken Seite. Diese klappst du hoch und ziehst den Stift heraus. Danach haben wir zwei Riegel, die sich parallel unterhalb der Heizung befinden. Auch diese entfernst du und merkst dabei, wie die Heizung leicht nach vorne kommt. Dann kannst du die Heizung an den beiden Griffen anfassen und herausnehmen. Achtung, das Bauteil ist relativ schwer, deshalb sei darauf bereit, ein gewisses Gewicht zu halten. Hier siehst du den Heizungsroller. Diese Rolle wird auf bis zu 440 Grad erhitzt während des Druckvorgangs, um Druckvorgänge auf bis zu 300 Gramm Papier auf deinem Druck zu fixieren. Die Heizung ist auch das Bauteil, was am meisten Probleme macht, wenn es zu manuellen Beschädigungen kommt. Also auch hier ist Vorsicht geboten. Du solltest darauf achten, dass in dem Papier, das du einlegst, zum Beispiel keine Tackernadeln, Büroklammern oder anderes drin sind. Denn wenn diese einmal durch die Heizung gegangen sind, ist eine manuelle Beschädigung fast nicht auszuschließen und der Tausch der Heizung erforderlich. Aber keine Sorge, beim Support von Ghost bekommst du natürlich auch eine Heizung für deinen Drucker. Die Kontaktdaten des Support blende ich dir mal hier unten ein, denn dort kannst du dich melden, wenn du Fragen oder Probleme mit deinem Ghost Pro Drucker hast. Die Heizung wird ebenso wie alles andere Verbrauchsmaterial einfach wieder in den Drucker eingesetzt, indem du sie einführst, auf das hörbare Einrasten wartest. Bitte achte darauf, dass sie auf jeden Fall auf beiden Seiten einrastet und die Verriegelung an der linken Seite wieder einsetzt. Danach kannst du auch die Seitenklappe schließen und auch hier das Gehäuse mit Haushaltsreiniger und einem weichen Tuch reinigen. Damit sind alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die bei Ghost Pro erforderlich sein können, abgeschlossen. Das Tolle ist, dass du alle Verbrauchsmaterialien selber tauschen kannst und nicht auf teure Techniker angewiesen bist. Außerdem ist die Technologie, wie du siehst, wartungsfrei. Unser Drucksystem wird täglich in unserem Showroom benutzt und hat kaum Spuren von Toner oder anderen Staubgebrauchsspuren gezeigt. Nach dem Reinigungsvorgang empfehle ich dir auf jeden Fall, gründlich die Hände zu waschen, damit du nicht womöglich Tonerflecken auf deinen nagelneuen Ausdrucken hast, die du sicherlich bald in den Händen hältst.
Wenn du Fragen zu Ghostwhite Toner, unseren Technologien, unserem Weißtoner und dem Spezialdruck oder Transferdruck allgemein hast, wende dich gerne an unseren Support. Auf unserer Internetseite, die ich dir einblende, findest du jede Menge spannende und hilfreiche Artikel zu diesen Themen und natürlich auch alles, was du brauchst, um Papeterie mit weißem Druck, Transfer, Textilien, Tassen und vieles mehr selber bei dir zu produzieren. Viel Inspiration zum Thema Transferdruck, Weißtoner und saisonale Motive findest du auf unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere auf Instagram. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns bitte einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer Nachrichten bekommst, wenn wir neue Videos rausbringen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.